Vortragsreihe rentenbescheid24.de. Was sind vorgezogene Altersrenten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In dieser Vortragsreihe geht es um das Thema, was es eigentlich für Altersrenten vor Vollendung der Regelaltersgrenze alles so gibt. Und da haben wir de facto drei Altersrentenarten, das ist einmal die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen und meine besondere Lieblingsaltersrente als vorgezogene Altersrente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die Sie im Übrigen unter dem Schlagwort Rente mit 63 ohne Abschläge mit Sicherheit kennen. Kommen wir jetzt zur ersten vorgezogenen Altersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte. Diese Altersrente hat eine ganz bestimmte Wartezeit. Also wenn Sie die Altersrente in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie eine ganz bestimmte Wartezeit erfüllen für diese Altersrente. Dann können Sie diese Altersrente mit einem ganz bestimmten Lebensalter vorgezogen in Anspruch nehmen, aber auch regulär in Anspruch nehmen. Regulär heißt hier dann ohne Abschlag und ich habe Ihnen für diese Altersrente auch mal eine Abschlagsberechnung vorbereitet. Starten wir einfach mal ganz entspannt mit der Wartezeit für die Altersrente für langjährig Versicherte. Die Altersrente für langjährig Versicherte hat eine Wartezeit von 35 Jahren. 35 Jahre bedeutet 420 Kalendermonate. Diese Wartezeit muss bei Beginn der Altersrente zwingend vorliegen. Zu diesen Wartezeiten zählen Beitragszeiten wie Pflichtbeitragszeiten, freiwillige Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten, Anrechnungszeiten, die Sie auch unter dem Schlagwort Schulausbildungszeiten wie Fachschule, Hochschule und so weiter kennen, Zeiten des Sozialleistungsbezugs, Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Arbeitslosengeld II, Hartz IV benannt oder Arbeitslosenhilfe. Dann auch Zurechnungszeiten. Das sind spezielle rentenrechtliche Zeiten, die Sie bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente bekommen oder Zeiten einer versicherten geringfügigen Beschäftigung oder aber auch Kalendermonate oder auch Zeiten einer nicht geringfügig versicherten Beschäftigung. Als Wartezeit zählen auch noch Zeiten des Versorgungsausgleichs mit dazu. Der frühestmögliche Rentenbeginn bei der Altersrente für langjährig Versicherte ist mit Vollendung des 63. Lebensjahres möglich. Und meine Lieblingsrentnerin, die Susi, die ist am 2.12.1959 geboren. Bei ihr würde die Rente mit Vollendung des 63. Lebensjahres am 01.01.2023 beginnen. Natürlich vorausgesetzt, dass sie auch die 35 Jahre Wartezeit erreicht hat. Der reguläre Rentenbeginn oder reguläre Renteneintritt für Susi wäre hier dann mit Vollendung des 66. Lebensjahres und 2 Kalendermonate möglich. Wir sind davon ausgegangen, dass Susi am 2.12.1959 geboren ist. Dann vollendet sie am 01.02.2026 das 66. Lebensjahr und 2 Kalendermonate. Der Rentenbeginn wäre bei ihr abschlagsfrei am 01.03.2026 möglich. Sie werden sich sicherlich wundern, diese 66 Jahre und 2 Kalendermonate entsprechen auch tatsächlich dem Lebensalter, in dem Susi auch eine Regelaltersrente beanspruchen könnte. Diese Rente kann, so wie ich es schon gesagt habe, regulär ohne Abschlag bezogen werden. Hier nochmal eine kleine Tabelle aus dem gesetzlichen Rentenrecht. Wir haben das wieder für unsere Susi gemacht. Sie ist 1959 geboren. Das heißt also, hier kann sie mit Vollendung des 66. Lebensjahres und 2 Kalendermonate regulär in diese Altersrente gehen oder diese Altersrente beanspruchen. Jetzt noch eine Abschlagsberechnung für unsere liebe Susi. Wenn also Susi, die am
die also mit 63 gerne in Rente gehen würde, wollen, dann in Rente gehen möchte, fragt sie natürlich, wie hoch ist mein Abschlag? Und im Volksmund wird ja gesagt, dass man pro Kalendermonat, den man vor dem regulären Rentenbeginn in Rente geht, bekommt man einen Abschlag von 0,3%. Der Jurist sagt wiederum, das ist der sogenannte Zugangsfaktor. Der Zugangsfaktor bei einer abschlagsfreien Rente ist immer 1,0. So sagen wir es zumindest als Juristen. Und wenn wir das mal einfach berechnen, dann würden wir hier sagen, wenn der Abschlag zum Beispiel 11,4% wäre, dann verkürzt sich der Zugangsfaktor von 1,0 dann auf 0,886. Und diese 0,886 werden dann letzten Endes mit der Summe der Entgeltpunkte multipliziert und daraus ergibt sich dann die persönlichen Entgeltpunkte, die dann wiederum Grundlage der Berechnung der monatlichen Rente sind. Und bei unserer Susi ist es so, wenn sie zum 01.01.2023 in Rente geht, dann kann sie abschlagsfrei in die Regelaltersrente am 01.03.2026 gehen. Das heißt also ein Zeitraum, der dazwischen liegt von 38 Kalendermonaten. Wir multiplizieren einfach diese 38 Kalendermonate mal 0,3 und haben dann den Abschlag von 11,4%. Kommen wir nunmehr zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist eine ganz spezielle Altersrente. Sie dient oder sie ist für diese Menschen geschaffen worden, die aufgrund von Behinderung letzten Endes nicht mehr so lange arbeiten können und sie dient zum Nachteilsausgleich. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen hat auch wiederum eine ganz spezielle Wartezeit, nämlich die Wartezeit von 35 Jahren. Da gelten alle Regeln, die ich Ihnen genannt habe, oder auch die Wartezeiten für die Altersrente für langjährig Versicherte kann man hier vergleichen. Deshalb möchte ich dazu im Wesentlichen nicht mehr allzu viel sagen. Dann haben wir einen frühestmöglichen Beginn für diese Altersrente, einen regulären Beginn und wir brauchen natürlich bei Beginn der Altersrente dann auch noch die Schwerbehinderung GdB 50. Starten wir einfach mal mit dem frühestmöglichen Rentenbeginn oder dem regulären Rentenbeginn. Unsere liebe Susi ist am 2.12.1959 geboren. Der frühestmögliche Beginn wäre hier der 1.3.2021, dann mit einem maximalen Abschlag von 10,8%. Der reguläre Beginn wäre hier der 1.3.2024 und wir sehen das auch nochmal in der nachfolgenden Tabelle. Dass unsere liebe Susi, wenn sie 1959 geboren wurde, hier mit Vollendung des 61. Lebensjahres um 2 Kalendermonate in Rente gehen kann und regulär mit Vollendung des 64. Lebensjahres um 2 Kalendermonate. Und Sie sehen anhand dieser Tabelle, dass zwischen dem frühestmöglichen Rentenbeginn und dem regulären Rentenbeginn immer nur 36 Kalendermonate liegen. Das heißt also, der maximale Abschlag bei einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen liegt nach geltender Rechtslage grundsätzlich bei 10,8%. Wir brauchen für den Beginn dieser Rente zwingend den Nachweis einer Schwerbehinderung. Schwerbehinderung liegt in Deutschland vor bei einem Grad der Behinderung von 50 und zwar muss der bei Beginn der Rente vorliegen. Ja, das heißt also, am besten weist man das nach, indem man einen Schwerbehindertenausweis hat. Sollte man keinen Schwerbehindertenausweis haben, was nicht immer, sagen wir mal, das Problem ist, dann brauchen wir aber den entsprechenden Feststellungsbescheid, den Sie als Nachweis für die Schwerbehinderung der Rentenversicherung bei Rentenantrag mitschicken müssen. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt auch bei der Rente einen entsprechenden Abschlag. Der Abschlag beträgt maximal 10,8%. Das entspricht 36 Kalendermonate. Rentenbeginn vor dem regulären abschlagsfreien Beginn
der Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Pro Monat vorzeitigen Beginn gibt es 0,3% Abschlag, so sagen wir es im Volksmund. Die Berechnung erfolgt in ähnlicher Form oder in fast gleicher Form wie für die Altersrente für langjährig Versicherte. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrente, der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist die mit Abstand am meisten beantragte und bewilligte vorgezogene Altersrente vor der Regelaltersgrenze. Die Regelaltersrente ist in Deutschland die mit Abstand, tatsächlich mit Abstand, am meisten beantragte Altersrente generell. Also sie liegt noch vor der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte setzt eine bestimmte Wartezeit voraus. Dann einen regulären Rentenbeginn. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es nicht mit einem vorzeitigen Rentenbeginn, sondern sie gibt es nur mit einem regulären Beginn, denn diese Altersrente ist grundsätzlich ohne Abschlag. Die Wartezeit bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte beträgt 45 Jahre. 45 Jahre heißt übersetzt 540 Kalendermonate. Dazu zählen Pflichtbeitragszeiten, Kinderbrücksichtigungszeiten, Wehrdienstzeiten, Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1. 2 Jahre vor Rentenbeginn zählt das dann wiederum nicht mit. Davon, also von dieser Ausnahme, gibt es wiederum eine Ausnahme. Freiwillige Beitragszeiten zählen nur, wenn insgesamt 18 Jahre Pflichtbeitragszeiten nachgewiesen sind. Dann haben wir anrechenbare Zeiten, Krankengeldbezug, Unterhaltsgeld und Übergangsgeld. Aber auch versicherungspflichtiger Minijob zählt dazu, Ersatzzeiten und auch Kalendermonate aus nicht versicherten Minijob zählen auch noch in die 45 Jahre Wartezeit. Für uns natürlich ganz interessant auch mal die Frage, welche Wartezeiten zählen denn eigentlich nicht in die 45 Jahre? Das zeige ich Ihnen dann auf der nächsten Folie. Zeiten, die nicht anerkannt werden in den 45 Jahren, sind Anrechnungszeiten. Das sind Schulausbildungszeiten zum Beispiel, Hochschulzeiten, Fachschulzeiten. Dann Zeiten des Bezugs von ALG II, besser benannt als Hartz IV-Zeiten, Arbeitslosenhilfezeiten, Zurechnungszeiten wegen Bezug einer Erwerbsminderungsrente, Kalendermonate, Wartezeit aus Versorgungsausgleich und Zeiten des nicht versicherten Minijobs. Da hatte ich aber vorhin schon gesagt, dass hieraus entstehende Wartezeitmonate sehr wohl in die Wartezeit der 45 Jahre mit einbezogen werden. Wenn Sie sich mal diese Zeiten alle anschauen, die nicht als Zeiten anerkannt werden, dann werden Sie relativ schnell erkennen, dass alle diese Zeiten aber in den 35 Jahren Wartezeit anerkannt werden. Jetzt machen wir mal noch einen Rentenbeginn für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Auch hier wieder unsere Susi als Standardrentnerin, die ist am 2.12.1959 geboren. Rentenbeginn wäre erstmals möglich am 1.3.2024. Und das schauen wir uns mal in der nachfolgenden Tabelle nochmal genauer an. Rentenbeginn abschlagsfrei für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wenn also unsere liebe Susi 1959 geboren wurde, dann kann sie mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 2 Kalendermonate in diese Altersrente erstmals gehen. Diese Altersrente gibt es grundsätzlich ohne Abschlag. Es gibt diese Altersrente niemals mit Abschlag. Last but not least, die Höhe der Monatsrente einer vorgezogenen Altersrente ist in der Regel immer geringer als die Regelaltersrente. Ist auch völlig logisch, weil man bis zur Regelaltersrente immer länger arbeiten geht. Also wer 1964 geboren ist und bis Vollendung des 67. Lebensjahres ganz normal arbeiten geht und weiter ganz normal in die Rentenkasse einzahlt, der erwirbt grundsätzlich immer höhere Rentenansprüche als zum Beispiel bei einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Also merken Sie sich bitte auch für die Zukunft, wenn Sie in eine vorgezogene Altersrente gehen, vor
ihrer eigenen individuellen Regelaltersgrenze werden sie schon alleine deshalb, weil sie vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen, eine geringere Rente haben. Wichtig auch, bitte nicht vergessen, bei allem, was Sie tun, wenn Sie eine Rente haben möchten, dann bitte einen Rentenantrag stellen. Näheres zum Thema vorgezogene Altersrenten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de und in unseren vielen Erklärvideos auf unserem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.